Also ich finde, es hat sich ausgezahlt, nur 3 Tage Sommerferien zu haben. Wie man sieht, hat der Trainer alles richtig gemacht, weil es sind 2 Medaillen geworden. Ja, das ist für den Schwimmsport unglaublich wichtig, dass wir so junge Talente haben und dass es bei ihr gerade über 400 und 800 Meter geklappt hat, auf Stockerl zu kommen. Das ist schon etwas, weil hier sind die weltbesten Schwimmerinnen und Schwimmer am Start von dieser Jugendklasse und das ist ein unglaublicher Erfolg und herzliche Gratulation. Ich bin heute über 400 Meter Gar gestartet und das Ziel war, mit der Argentinierin mitzuschwimmen und sie dann am letzten 100 einzuholen, dass ich die zweite Medaille, aber die silberne ausgeht. Das hat dann leider nicht so funktioniert, Beste war es leider auch nicht, aber Bronze ist Bronze und ich bin sehr stolz, dass ich es trotzdem geschafft habe. Ab 350 Meter bei der Wende habe ich dann gesehen, okay, geht sich nicht mehr aus, jetzt schwimmst du einfach noch Vollgas und schaust, also wie viel du dann ankommst. Ich war heute gerade wieder bei der 400 Meter Medaille dabei, das ist wirklich äußerst erfreulich, auch wie fokussiert die Athleten in den Wettkampf hineingehen, wie sie ihre Leistung abrufen können. Das ist nur ein Zwischenschritt für mich, Tokio 2020 schaut nicht schlecht aus, darauf trainieren wir jetzt auch hin und schauen wir mal, ob ich dann das österreichische Team in Tokio 2020 repräsentieren darf. Wir können alle super stolz auf das österreichische Team sein mit 8 Medaillen und schauen wir, was noch kommt.